Hallo, mein Name ist Marc Leifert von Evaco. Herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Evaco Education Developer Edition. In dieser Serie befassen wir uns mit allen Themen zu Skripten und Datentransformation. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Variablen im Skript erstellen können. Im Skript haben Sie zwei Möglichkeiten, Variablen zu erstellen. Einmal mit dem let und einmal mit dem set-Befehl. Wo besteht der Unterschied? Beim let-Befehl wird der Ausdruck in der Variable ausgewertet, beim set-Befehl nicht. Vereinfacht gesagt, für Formeln let und für Strings set. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Schauen wir uns kurz dieses Skript an. Hier wird die Variable vset mit set initialisiert und die Variable vlet mit let. Hinter beiden Variablen steht derselbe Ausdruck. Eine Funktion aus dem Februar 2021 Release. Diese gibt uns den ersten Nicht-Null-Wert zurück. Innerhalb der Klammer sind drei Werte. Der mittlere, Evaco GmbH, und der letzte, eMan, sind offensichtlich nicht null. Der linke, ebenfalls eine Funktion, mtsNull, auch aus dem Februar 2021 Release, gibt uns bei einem leeren String null zurück. Die gesamte Funktion müsste uns also den Wert Evaco GmbH zurückgeben, da der erste Ausdruck null ist und der zweite somit der erste Nicht-Null-Wert ist. Hier fällt bereits die unterschiedliche Einfärbung der verschiedenen Funktionen auf. Wechseln wir zur Oberfläche. Der linken Textbox füge ich nun die Variable vset hinzu. Sie sehen, es wird nur der Text hinzugefügt. Der rechten Textbox füge ich nun die Variable vlet hinzu. Wir erinnern uns, bei der Auswertung der Formel müsste Evaco GmbH das Ergebnis sein. Weitere Tipps rund um Klick finden Sie auf unserer Homepage und unseren Social Media Kanälen.